Hallo zusammen, schauen wir uns das nächste Anwendungsbeispiel zu den Massenmaßen an einer Textaufgabe. Der exakte Text steht wieder unten in der Videobeschreibung. Die gekürzte Version habe ich hier nur aufgeschrieben, damit ich mehr Platz auf der Tafel habe. Es geht um einen Laster mit einer Nutzlast von 3 Tonnen. Das heißt, er darf 3 Tonnen einladen, zuladen und er möchte einladen 12 Paletten. Jede Palette hat ein Gewicht von 183 Kilogramm. 5 Fässer, wobei jedes Fass eine Masse von 85 Kilogramm hat. Und 18 Säcke, A21 Kilogramm Masse. Und wir wollen uns die Gesamtmasse ausrechnen. Das heißt, wir berechnen uns einmal die Gesamtmasse der 12 Paletten. Das heißt, wir müssen die 183 mit 12 multiplizieren. Hier können wir mit 1er Vorteil rechnen oder auch nicht. Wenn du mit 1er Vorteil rechnest, dann brauchst du keinen Strich drunter machen und nimmst gleich die 183 mit 1 multipliziert an und musst jetzt nur mehr mit 2 multiplizieren, aber um 1 versetzt schreiben nach rechts. Okay? Also einmal 3 ist 3, einmal 8 ist 8, einmal 1 ist 1. Fertig. 2 mal 3 ergibt 6, versetzt. 2 mal 8 ergibt 16, bleibt 1. 2 mal 1 ergibt 2 und 1 ergibt 3. Okay, Strich drunter. Zusammengerechnet, wir haben hier stehen 6, 6 und 3 ergibt 9, 3 und 8 ergibt 11, bleibt 1 und 1 ergibt 2, 2186 Kilogramm haben wir hier als Gesamtmasse für die 12 Paletten. Wir berechnen uns die Gesamtmasse der 5 Fässer. Ein Fass hat eine Masse von 85 Kilogramm. Das wäre unser erstes Ergebnis. Nun haben wir 85 mal 5 zu rechnen. Kein Einservorteil, deswegen auf jeden Fall Strich drunter, ist ja nur eine Multiplikation. Das geht relativ leicht, wir multiplizieren mit 5. 5 mal 5 ist 25, bleibt 2. 5 mal 8 ergibt 40 und 2 ergibt 42. Fertig sind wir, 425 Kilogramm haben wir hier Gesamtmasse von diesen 5 Fässern. Nun haben wir 18 Säcke. Ein Sack hat eine Masse von 21 Kilogramm mal 18. Wieder mit dem 1er Vorteil gerechnet. Wir machen uns keinen Strich drunter und nehmen die 21 gleich einmal an. Einmal 1 ist 1, einmal 2 ist 2 und wir sind fertig und müssen um 1 nach rechts versetzen. 8 mal 1 ergibt 8. 8 mal 2 ergibt 16. Okay? Strich drunter. Positionen miteinander addiert. Wir haben 8 und 0 ist 8. 6 und 1 ergibt 7. 1 und 2 ergibt 3. 378. Kilogramm Gesamtmasse von den 18 Säcken. Jetzt haben wir die Paletten, die Fässer und die Säcke und müssen alle drei Positionen miteinander addieren, um festzustellen, ob wir überladen sind. Das heißt, wenn ich das hier ein wenig abtrenne, haben wir die 2196. Dann haben wir die 425 und dann haben wir die 338.
und 70 zu addieren. Strich drunter. Acht und fünf ergibt 13, 13 und 6 ergibt 19. Eins weiter. 1 und 7 ergibt 8 und 2 ist 10 und 9 ist 19. 1 weiter, 1 und 3 ist 4. 4 und 4 ist 8 und 1 ist 9. 0 und 0 und 2 ergibt 2. 2.999 Kilogramm. Die Nutzlast des Lasters ist 3 Tonnen. Geht sich das aus oder geht sich das nicht aus? Wir wissen, wir können 2.999 Kilogramm in Tonnen verwandeln, indem wir das Komma hier nehmen und um 3 Stellen nach links verschieben. Also 2,999 Tonnen. Somit erkennen wir, das kann man natürlich selbstverständlich runden, das sind rund 3 Tonnen, das ist schon klar. Und wir erkennen, es geht sich aus, wir können die 12 Paletten, die 5 Fässer und die 18 Säcke aufladen und sind noch ganz wenig unter der Nutzlast. Das heißt, wir können den Laster mit diesen Waren beladen. Alles klar?